Herzlich willkommen zu Bastel mit Nele. Heute habe ich was mit euch vor und zwar möchte ich euch noch eine Idee mit diesen Wachsseal-Kits zeigen. Und zwar habe ich ja dieses Wachsseal-Kit mir jetzt beim Action gekauft. Das hatte mir ja noch gefehlt. Und da wollte ich euch jetzt mal als erstes zeigen, wie denn die drei Farben aussehen, die in diesem Kit dabei sind. Also wir hätten hier einmal die Farbe Grün. Das ist das Motiv, also dieses Stempelmotiv. Dann gibt es einmal dieses Blau. Das ist auch ein total schöner Pastellton. Finde ich wieder perfekt für Ostern. Und natürlich auch mit diesem Schmetterlingsmotiv ist es einfach nur perfekt für Ostern. Also das werde ich auf jeden Fall auf einen Umschlag setzen für eine Osterkarte. Und dann hätten wir noch Gold. Und das ist jetzt das Motiv. Und ich habe ja in meinem letzten Video, wo ich euch vier Ideen, glaube ich, ich meine, es waren vier Ideen, wo ich euch vier Ideen gezeigt habe. Das war eine davon, um ein schönes Geschenk einzupacken. Kann man das dann versiegeln oder um Medaillen zu machen. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, ich werde das am Schluss des Videos mit dran machen, dass ihr euch das angucken könnt. Da habe ich euch vier Ideen mit den Wachsiegelsets gezeigt und habe sie gleichzeitig zum ersten Mal ausprobiert. Und da hat man auch gesehen, dass es eben nicht nur diesen Stempelabdruck, sondern auch diesen hier gibt mit dem schönen Kreis. Mit diesen beiden Stempelabdrücken werden wir nämlich heute arbeiten. Und da habe ich alles Mögliche gemacht. Und da wurde mir in die Kommentare geschrieben, dass ich es falsch gemacht habe, weil ich das im 30-Grad-Winkel halten muss. Also, ich habe das jetzt extra bei diesen dreien, die ich jetzt vorhin gemacht habe, im 30-Grad-Winkel gemacht. Und das ist dabei rausgekommen. Ich muss sagen, für mich persönlich funktioniert diese 30-Grad-Technik überhaupt nicht. Ihr habt ja gesehen, wie ich das im Video gemacht habe. Das funktioniert bei mir eindeutig besser und ich finde die Ergebnisse schön. Das ist kein perfekter Kreis, aber ich finde, Wachsiegel müssen auch keinen perfekten Kreis ergeben. Wenn man diesen perfekten Kreis möchte, da gibt es extra Formen dafür. Und es gibt ja diese kleinen Wachsiegel-Pellets oder wie die heißen, die kann man sich dann eben in so einer Form schmelzen und dann gießt man das mit so einem extra Löffel, der dabei ist, eben ein. Und ich denke, das ist dann für diese perfekten Ergebnisse einfach am sinnvollsten. Das wollte ich jetzt nur noch mal dazu sagen. Für mich persönlich ist die Technik, die ich jetzt dabei verwendet habe, einfach am besten und damit kann ich auch mit diesen Kerzen arbeiten. Das funktioniert dann ganz gut. Ich habe ja auch eine andere Kerze von Systrine Krene. Da konnte ich die komischerweise von oben nach unten halten und habe sofort einen perfekten Wachsiegel hingekriegt. Also das kommt natürlich auch immer auf die Kerzen an. Das sind so meine Erfahrungen, die wollte ich jetzt nur noch dazu sagen für alle, die jetzt vielleicht so wie ich so die ersten Erfahrungen mit diesen Wachsiegeln machen. Einfach nicht aufgeben, einfach mal ausprobieren. Es gibt zwar immer eine Regel und irgendwas, was gesagt wird, was man machen muss, aber jeder Mensch ist anders und ich denke, jeder muss für sich selber das finden, was am besten funktioniert. Das wollte ich nur noch dazu sagen. Und jetzt möchte ich euch mal eine Idee zeigen, was man noch mit diesem Wachsiegelset machen kann. Und zwar nicht unbedingt jetzt mit diesem Wachs, aber eben mit diesen Stempeln. Und da möchte ich mit diesen beiden Stempeln was zeigen. Und das könnt ihr natürlich mit euren Wachsstempeln machen, die ihr zu Hause habt. Dafür braucht ihr nicht unbedingt dieses Kit kaufen. Aber da ich mir jetzt diese Kits gekauft habe und teilweise auch geschenkt bekommen habe, möchte ich natürlich das meiste davon nutzen und ganz viele Sachen damit machen. Und deswegen zeige ich euch jetzt diese Idee. Und dafür werden wir jetzt auch mit diesem Actionblock arbeiten. Der heißt Good Morning, Have a Beautiful Day. Bei meinen Valentinstagskarten im ersten Video haben wir damit schon sehr schöne Vintage-Valentinstagskarten gebastelt. Und ich habe auch mit diesem Papier eine wunderschöne Schachtel gebastelt. Das würde ich euch jetzt kurz mal einblenden. Das habe ich nämlich für meine Schwiegermutter zum Geburtstag gemacht. So, jetzt zeige ich euch die Schachtel, die ich mit diesem Papier gebastelt habe. Ich habe dafür vier verschiedene Papiere verwendet und habe dann obendrauf etwas draufgeklebt. Das habe ich auch mal mit euch zusammen gebastelt. Das war so ein Testvideo. Und ja, das ist mein Geschenk, ein Bilderrahmen, den ich selber mit Gold bemalt habe. Ich habe zuerst Inka Gold versucht, aber das hat leider nicht so gut funktioniert. Deswegen habe ich dann einen goldenen Edding verwendet. Ihr seht, ich habe auch die Innenseite beklebt mit Designpapier.
Hier verstecke ich noch das Foto, dass ihr das nicht seht. Und da sieht man, wie ich das mit goldenem Edding eben bemalt habe. Und auch die Schachtel von innen habe ich beklebt. Ich habe einfach die Größe vom Bilderrahmen genommen und habe dann mit dieser Größe eine Schachtel gebastelt. Bei meinen Adventskalender-Videos habe ich euch ja erklärt, wie ich solche Schachteln bastel. Aber ich wollte euch das einfach zeigen, nachdem ich es eben auch mit diesem Vintage-Block gebastelt habe, damit ihr seht, was ich so alles eben bastel. Genau, so ist sie geworden. Ich finde das Papier echt traumhaft schön. Also ich arbeite damit sehr, sehr gerne. Und was ich heute machen möchte, ist auch mit diesem Papier coole Wachssiegel zu machen. Und zwar möchte ich mit diesen klitzekleinen Motiven arbeiten. Ich bin mir sicher, es gibt ganz viele, die nicht wissen, was sie damit anfangen können, weil das so klein ist. Und da dachte ich mir, verwende ich jetzt gleich mal die, weil die perfekt zu dieser Idee passen. Also, was brauchen wir? Ich möchte quasi die in ein Wachssiegel reinmachen. Aber ihr seht, diese Motive sind ganz nah aneinander. So werde ich keinen Kreis hinkriegen. Deswegen werden wir das jetzt so machen. Ich suche mir jetzt mal zwei Motive aus, schneide sie mir aus und werde mir dann ein anderes Papier nehmen, womit wir einen Kreis ausstanzen. Ich bin gleich wieder da. Also, ich habe mir jetzt ein paar klitzekleine Motive rausgeschnitten. Einmal hier so Blumen. Da habe ich mir jetzt einfach mal so vier Motive rausgesucht. Dann habe ich mir noch kleine Menschgalle ausgesucht, diese drei Süßen hier. Und ein Restpapier, was eben übrig geblieben ist, als ich, glaube ich, die Schachtel gebastelt habe. Ich weiß es nicht mehr. Oder bei den Karten. Ich denke, bei den Karten ist das übrig geblieben. Dann habe ich hier noch eine 1-Inch-Kreisstanze. Ihr könnt natürlich Kreise aufmalen, ausschneiden. Ihr könnt auch Kreise mit eurer Kurbelstanzmaschine durchkurbeln oder eben ihr habt eine Handstanze. Also nehmt das, was ihr habt. Und dann werde ich mir jetzt einfach mal ein paar Kreise ausstanzen. Jetzt mache ich mal drei Stück. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Die Kreise, oh perfekt, die passen sogar perfekt hier drauf. Das ist ja sehr schön. Natürlich wird das dann überlappen. Und was wir jetzt dafür brauchen und was sich jetzt hier gerade bei mir aufwärmt, ist eine Heißklebepistole. Wir arbeiten nämlich jetzt mit einer Heißklebepistole. Was wir jetzt machen, ist unser Motiv hier reinsetzen in die Mitte. Und da nehme ich euch jetzt ein bisschen näher ran. Setzt euch das Motiv hier rein und geht dann erstmal mit der Heißklebepistole einfach so über dieses Motiv drüber. So, ich denke, das müsste reichen. Und wo habe ich jetzt mein Wachssiegel hier? Und dann setzt ihr euch dieses Wachssiegel drauf. Und ich habe jetzt leider da hinten. So. Und das muss jetzt erstmal stehen. Und während das trocknet, haben wir noch ein bisschen Zeit, um darüber zu reden, was man da noch alles machen kann. Man kann natürlich Stempelabdrücke benutzen, kleine. Man könnte kleine Ausstanzungen dafür verwenden, die man auch jetzt in dieses Motiv reinmacht. Und was ich besonders sehr, sehr cool finde als Idee, aber dafür hatte ich leider keine Zeit, Blumen zu trocknen. Ein weißes Papier herzunehmen und eine Blume in die Mitte zu legen, die man getrocknet hat oder die vielleicht noch gar nicht trocken ist. Ich denke, das sieht sogar noch schöner aus. Und dann sein künstlich hergestelltes Wachssiegel hier drauf zu setzen. Vielleicht ein bisschen Glitzer noch mit rein. Ja, ich glaube, die Idee würde mir sehr, sehr gut gefallen. Und das sind alles so Sachen, die kann man damit machen. Und dann eben noch das, was jetzt überschüssig draufsteht, mit Inka Gold einfärben. Ich denke, das sieht richtig cool aus. Das sind so meine Ideen. Vielleicht, meine Kinder sind nämlich gerade draußen, vielleicht finden die ja eine Blume, dass ich das jetzt noch mit euch ausprobieren kann. Schauen wir mal, das wäre natürlich sehr, sehr cool. Es ist noch nicht so weit, es trocknet noch vor sich hin. Aber hier kann ich es schon mal ein bisschen abnehmen. Also es kriegt auf jeden Fall eine runde Form. Das ist schon mal cool. Und bei dem muss man wirklich Geduld haben. Bei Heißklebepistole darf man nicht so schnell abmachen, glaube ich.
Und ich habe jetzt auch nicht meine Hitzematte benutzt, weil ich mir nicht einmal sicher war, ob das denn funktioniert. Deswegen wollte ich sie jetzt noch gar nicht benutzen. Soll ich denn schon? Oh ja, das funktioniert, Leute. Schaut euch das mal an. So, jetzt haben wir hier den Kranz um die zwei drumherum. Und das können wir jetzt eben mit Inka Gold hervorheben. Das machen wir aber erst zum Schluss. Jetzt werde ich erstmal ein paar noch machen. Und ich denke, ich mache jetzt noch eins vor der Kamera, die restlichen dann ohne Kamera und dann färben wir die ein. Also, gleiches Spiel nochmal. Und diesmal will ich eigentlich den anderen Aufsatz benutzen. Ich habe die Kamera ausgemacht, anstatt dass ich sie angelassen habe. Aber mein zweiter Versuch ist richtig gut geworden. Da fehlt jetzt wirklich nur noch die Farbe, die man drauf macht. Und jetzt mache ich einfach das als zweiten Versuch. Jetzt zeige ich es euch einfach nochmal, was ich gerade eben gemacht habe. Also das ist wirklich so eine Sache, die man öfters machen muss, dann wird man besser darin. Und dann hauen wir mal schön am besten so mittig wie möglich. Und ich finde genau diesen Stempel sehr cool, den ich jetzt quasi neu gekauft habe. Ich denke, das müsste auch von der Menge her reichen. Ich versuche es mal ein bisschen mit weniger und achte darauf, dass ich das hier so habe, also dass es richtig habe. Genau, jetzt können wir wieder nur warten. Mein Mann hat mir jetzt eine Blume von unten mitgebracht. Die erste Blume, die im Garten anfängt zu wachsen. Jetzt versuche ich sie noch ein bisschen platt zu drücken und dann versuchen wir das mal mit dieser Blume. Schauen wir mal, was rauskommt. Ich brauche auf jeden Fall einen guten Hintergrund für diese lilane Blume. Ich denke, ich werde ein weißes Papier nehmen. Hier habe ich eine getrocknete Blume. Die habe ich jetzt gefunden in einem meiner dicken Bücher. Ich trockne die nämlich immer in Büchern. Ich habe nicht so eine Presse. Und wie wäre es, wenn wir die einfach so mit Heißklebepistole voll machen und dann dieses Siegel drauf machen? Das wäre doch auch interessant. Das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Ich hau mir schon wieder viel zu viel drauf, aber ich bin so ungeduldig. Schlimm mit mir. Ich denke, ich habe jetzt auf der anderen Seite nicht genug. Notfalls kann ich mir das noch schneiden. Jetzt schaue ich mal, ob ich das hier lösen kann. Seht ihr, das ist so cool. Da hätte ich jetzt hier noch ein bisschen mehr gebraucht. Ich hoffe, das passiert mir jetzt hier nicht. Aber das kann man noch schneiden. Das ist so perfekt. Also doch, die größere Menge ist dann doch besser. Das ist jetzt die Frage, ob ich das jetzt versaut habe. Ich glaube, ich habe es versaut, ja. Oh Mann, ich hätte da mehr benutzen sollen. Kriege ich das noch hin? Ich versuche das jetzt. Das hier geht es einfach nur ums Ausprobieren. Und dann, wenn die Kinder wieder Blumen mitbringen, kann ich mir ganz schöne damit machen. So, jetzt setzen wir das schön mittig und schauen mal, was daraus wird. Ja, ich finde die Idee cool. Und ich denke, da kann man richtig viel dann daraus machen. Da kann man immer weitergehen. Und für diese kleinen Motive, die kommen jetzt so viel besser zur Geltung, dadurch, dass die hier drin sind. Das sieht irgendwie nach was aus. Und das kann man dann super cool für Umschläge verwenden oder für andere Sachen. Ich denke, das sieht richtig cool aus so. Und das würde ich mir jetzt dann einfach nur hier ein bisschen schneiden. Dann fällt das auch gar nicht so auf. Und dann mit dem Inka Gold werden wir das ja noch alles einfärben. Genau, dieses Ergebnis zeige ich euch auch gleich und dann mache ich noch ein paar ohne Kamera und zeige euch dann, wie sie aussehen, wenn wir anfangen zu färben. So sieht das jetzt aus. Ihr seht, das sieht jetzt natürlich nicht so hübsch aus, aber an und für sich ist es schon cool. Und ich schneide mir jetzt das einfach hier drumherum weg und dann sieht man das auch gar nicht, was hier so hässlich drumherum ist. Und dann kann man das verwenden. Seht ihr? Sieht doch cool aus. Und wie gesagt, das ist ja jetzt hier nur ein Test. Also daraus kann man auf jeden Fall was richtig Cooles machen. Ich finde das toll. Jetzt nehme ich mal das, was mein Mann mir gebracht hat. Und ich schneide mir das jetzt noch hier so zurecht. So.
Ich hole jetzt aber noch ein bisschen Glitzer. Ich möchte das mit Glitzer ausprobieren, wie das dann aussieht. Bin gleich da. Jetzt ist mir gerade eingefallen, dass ich hier das Glitzer von meinen Kindern ja rumliegen habe. Und die haben ja auch ein eigenes Glitzer. Jetzt ist die Frage, sollen wir Silber nehmen? Ich denke schon. Also, wir machen das jetzt hier so drauf. Ich hätte gern, dass man das Gelbe auch sieht. So wäre es schön. Probieren wir mal, ob wir das so hinkriegen. Das ist eine gute Menge. Jetzt streuen wir noch ganz schnell Glitzer drauf. Oh Gott, da fängt schon was an zu brodeln. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts Falsches. Oh Gott, ich kriege diese Glitzerding nicht auf. Ah, nehme ich ein anderes Glitzer. Uch, das war zu viel. Und jetzt einfach drauf damit. Und schauen wir mal, was daraus wird. Wir werden sehen. Schauen wir mal. Ich habe es jetzt extra ein bisschen länger trocknen lassen, wie das jetzt wird. Ja, jetzt sieht man vor lauter Glitzer von der Blume gar nichts mehr. Aber auf der Rückseite sieht man die Blume. Das ist schade. Das muss ich jetzt gleich nochmal ausprobieren. Hier ist zu viel Glitzer. Ich sag meinem Mann, er soll mir nochmal eins geben. Dann probiere ich es gleich nochmal aus, mache gleich die anderen und zeige euch gleich das Ergebnis. So, ich möchte euch jetzt mal zeigen, was alles dabei rausgekommen ist. Das war ja das Verunglückte, sage ich jetzt mal. Wenn man es aber umdreht, finde ich es total schön und so möchte ich das auch verwenden. Also das wird nicht weggeschmissen, das ist schließlich eine Blume und ich finde, die sieht wunderschön aus und da werde ich dann dazu schreiben, die erste Blume, die bei uns erblüht ist. Ich finde das total hübsch und das ist der zweite Versuch. Da hat es auch funktioniert. Ich habe jetzt hier auch schon mal ein bisschen Inka Gold drauf gemacht. Ich finde, das sieht total cool aus. Aber auch die Rückseite sieht cool aus. Also da muss ich mir überlegen, was ich möchte. Und ich glaube, umso weniger man von dieser Heißklebepistole eben benutzt, umso besser wird das im Endeffekt. Es würde mich natürlich auch interessieren, wie diese Ergebnisse mit Wachs wären. Das wäre noch ein weiterer Test, den man machen kann. Dann zeige ich euch mal die anderen. Hier habe ich auch schon ein bisschen Inka Gold drauf gemacht. Wie ihr seht, erkennt man das denn überhaupt? Und das so ein bisschen besser. Genau. Ich möchte aber noch ein bisschen mehr. Also ich gehe da wie immer mit meinen Fingern einfach rüber und verteile das so. Und versuche halt nur am äußeren Rand was zu machen, sodass ich das Bild nicht damit berühre. Und so sieht es dann aus. Ich zeige euch dann auch später, wie das auf Umschlägen und so aussieht. Dann wollte ich euch noch eine Sache sagen. Ihr müsst natürlich nicht Bildchen nehmen. Ihr könnt auch einfach Designpapier nehmen. Das ist zum Beispiel ein Designpapier, wo Blumen drauf sind. Ihr könnt aber jede Art vom Designpapier eigentlich nehmen. Das ist egal, welches ihr nehmt. Und ihr müsst das auch nicht hervorheben. Es gibt ja auch Stifte, mit denen man das machen könnte. Also wäre eigentlich auch eine Idee, das vielleicht mal mit Stiften zu machen und nicht unbedingt mit dem Inka Gold. Auf jeden Fall geht ihr da einfach so drüber. Ich habe gelesen, das hat mir eine geschrieben in die Kommentare, man kann das mit diesen Make-up-Pinseln machen, finde ich auch eine coole Idee. Habe jetzt aber keine Make-up-Pinsel in der Nähe. Bei mir sind die, ja, dadurch, dass ich mich kaum schminke, habe ich sowas nicht in der Nähe. Klingt doof, ich weiß, aber ja, ich mache eigentlich immer nur Eyeliner und Lidschatten passiert bei mir nicht mehr, seitdem ich Kinder habe. Ich weiß auch nicht warum, habe ich schon lange nicht mehr gemacht und Make-up benutze ich ja sowieso nicht und deswegen habe ich nicht wirklich solche Pinsel, die jetzt so fein genug wären. Ich habe nur so einen dicken Pinsel parat, den auch nur, weil der genauso cool ist wie diese Pinsel, wo man rauf und runter das Glitzer sich bewegen sieht. So einen Pinsel habe ich nämlich geschenkt bekommen mal und den habe ich nämlich bei mir im Badezimmer, weil ich den einfach nur schön finde. Den benutze ich eigentlich nicht, den schaue ich mir immer nur mal wieder an.
So blöd, wie das auch klingen mag. Ja, genau. Jetzt werden wir auch ein paar mit in Gold machen. Und ja, dann zeige ich es euch gleich mal, wie das eben auf Umschlägen oder auf Karten aussehen würde. Das ist auf jeden Fall auch ein Designpapier vom Action. Das ist so eins, wo so getrocknete Blumen sind. Das ist auch so ein Vintage-Designpapier. Ich finde aber, das sieht echt cool aus. Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Mir ist die Idee einfach nur gekommen wegen diesem Stempel. Als ich den gesehen habe, dass der so rundherum geht, habe ich mir gedacht, wie cool wäre das denn, wenn man das mit einer Heißklebepistole macht. Weil ich ja auch so gern mit Glossy Accents arbeite. Ihr wisst ja, ich tue ja gern mit Glossy Accents die Sachen so hervorheben. Und da dachte ich mir, das möchte ich jetzt mal mit der Heißklebepistole ausprobieren, wie das dann eben aussieht. Da gibt es bestimmt eine bessere Methode, um dieses Inca Gold hier drauf zu machen. Ist auch cool, wenn man dann hier am Rand was hat. Alles, was so übersteht, das tue ich jetzt einfach mit einem. Ja, jetzt haben wir es hier zum Beispiel in Gold. Können wir vielleicht hier noch ein bisschen Gold drauf machen. Juch. So sieht jetzt zum Beispiel das aus. Ich finde, das sieht cool aus. Ich versuche es mal mit Wattestäbchen, wie das dann wird. Ich denke, so ein Kosmetikpinsel, so wie sie das geschrieben hat, wäre echt eine coole Idee. Ja, seht ihr das? Also so, wenn ich es hinlege, sieht man den Effekt mit dem Goldenen natürlich sehr gut, denke ich mal. Und ja, ich mache das jetzt für die anderen und dann zeige ich euch das mal auf Karten oder Umschlägen. So, und so sehen jetzt die fertigen Ergebnisse aus. Ich finde, das Gold kommt irgendwie noch besser rüber als wie das. So, jetzt möchte ich euch mal zeigen, was ich alles daraus gemacht habe. Also wie die fertigen Wachssiegel aussehen, die ja nicht aus Wachs sind. Das ist ja nicht, da habe ich nichts mehr gemacht. Das ist so, wie es fertig ist. Also da muss ich sagen, das werde ich öfters machen. Meine Kinder bringen mir ganz, ganz oft Blumen oder wenn wir zusammen nach Hause laufen, pflücken sie Blumen und schenken sie mir. Und meistens, wenn ich sie trockne, sehen sie nicht so schön aus, wie sie gepflückt aussahen. Und das wäre natürlich perfekt. Also ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus, das Ergebnis. Das gefällt mir wunderbar. Und da braucht man ja eigentlich kein Wachssiegel. Das kann man auch so machen. Oder eben wieder mal die Rückseite dann nehmen. Ich denke, das ist wirklich hübsch. Das werde ich benutzen. Dann ist das die zweite Variante, die ich dann ohne Glitzer gemacht habe. Die gefällt mir auch sehr gut. Ich zeige euch mal die Rückseite. Das ist die Rückseite von der Blume. Und ja, das könnte man jetzt auf dem Umschlag. Also ich nehme jetzt einfach mal die Karte, die ich mit euch zusammen gebastelt habe. Das war ja diese Vintage Valentinstagskarte. Dazu gibt es ein Video. Und zeige euch jetzt auf dem Umschlag, wie das aussehen würde. Ich finde, das sieht hübsch aus auf dem Umschlag. Man könnte das jetzt auch eine Karte setzen, so seitlich oder hier oben setzen, wie so eine kleine Briefmarke und hier außen ist dann der Kranz, der so leicht silber schimmert. Sieht cool aus, finde ich. Ja, das war jetzt die Blumenvariante. Dann haben wir ja noch eine Blumenvariante, das ist diese hier. Da sieht man, das ist einfach nicht so schön geworden. Da finde ich auch tatsächlich die Rückseite schöner, weil man da ein bisschen mehr von der Blume sieht. Da muss ich gucken, was ich draus mache. Ich zeige es euch jetzt mal auf dem weißen Umschlag. Also, das könnte man auch einfach hier so an die Seite machen. Sieht so gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Schauen wir mal, wie es. Also, ich finde auf jeden Fall Gebrauch dafür, auch wenn das jetzt nur so ein Test war. Ja, sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? Was sagt ihr mit den getrockneten Blumen? Ist auch cool. Und beim nächsten Mal kann ich mir da ein bisschen mehr Mühe geben. Dann haben wir ja noch die wunderschönen Blumen.
Es wirkt einfach mega schön. Schaut mal, wie das aussieht. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Das Gold gefällt mir vor allem auch gut. Also das Inka-Gold ist wieder mal am besten. Ich zeige euch jetzt noch zwei weitere Varianten mit dem Gold. Da haben wir auch eine Blume. So rum gehört das. Da habe ich jetzt nicht so viel Inka-Gold verwendet. Also ein bisschen dezenter das gemacht. Jetzt schaut mal, wie wunderschön das aussieht. Ich finde das voll cool. Ich weiß auch nicht, ob das sowas schon mal, ob das schon mal jemand gemacht hat. Mir ist die Idee einfach gekommen, als ich diese kleinen Teilchen gesehen habe und eben diese coolen Stempel. Dann dachte ich mir, das möchte ich auf jeden Fall ausprobieren und das auch noch mit euch zusammen. Ich finde das sehr, sehr cool. Und hier seht ihr noch etwas, was ich euch im Video noch gar nicht gesagt habe. Und zwar auf dem weißen Papier. Also ich habe hier einen Kreis verwendet, der weiß ist, ein weißer Cardstock. Wirken also diese Bildchen noch viel besser. Vielleicht zeige ich euch das nochmal so. Seht ihr das, wie gut das rauskommt? Also das möchte ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das nachmacht, nehmt einen weißen Kreis dafür, wenn ihr das mit diesen Bildchen machen wollt. Das kommt viel, viel besser raus, als wie mit diesem Designpapier. Hätte ich nicht erwartet. Sieht cool aus, oder? Was sagt ihr? Das könnte auch auf einer Karte irgendwie hier unten sein und dann, ja, weiß ich noch nicht, aber da könnte man noch ganz viel daraus machen. Also vielleicht zeige ich euch ja dann noch das eine oder andere. Das sollte ja jetzt nur ein Beispiel sein. Ja, bei den Mädchen oder bei diesen Kindern, da ist irgendwie was mit dem Kranz hier nicht so gut gelungen, weil der Kranz geht in das Gesicht von dem Kind. Deswegen sieht man da auch nicht mehr viel. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Da erkennt man nicht viel, finde ich. Da muss ich mal gucken, was ich draus mache, aber ich werde das auf jeden Fall trotzdem benutzen. Dann habe ich hier eins mit diesem Designpapier. Ihr könnt es natürlich mit jedem Designpapier eurer Wahl machen. Das finde ich auch nicht schlecht geworden, auch wenn das Designpapier weiter oben jetzt ist. Schauen wir mal, wie es auf einem Umschlag aussieht. Ja, sieht doch cool aus, oder? Was sagt ihr? Ich finde das schön. Trotz alledem, ich könnte es mir auch hier oben vorstellen, wie so eine kleine Briefmarke. Sieht hübsch aus. Das sind jetzt alles die silbernen Varianten. Sieht schön aus, finde ich. Und hier, da habe ich ja dieses Papier verwendet, was so getrocknete Blumen drauf hatte. Da ist mir etwas von dem Wachs, das war eigentlich auch drumherum ganz viel Wachs. Und das ist so aber abgegangen. Also da hat man gesehen, dass sich das löst. Und dann habe ich das einfach so gezogen. Und das ist jetzt ringsherum abgegangen. Und jetzt habe ich so einen Kreis. Auch nicht schlecht, finde ich. Das könnte ich mir ganz cool vorstellen, auf einer Blume. Also in die Mitte von einer Blume das zu setzen. Oder irgendeine andere Stanze, wo man so eine Mitte braucht. Das werde ich vielleicht für sowas hernehmen. Weil so an sich finde ich es jetzt nicht so hervorstechend. Aber irgendwo in die Mitte setzen, sieht bestimmt schön aus so. Und diese Blumen, die wir hier in der Mitte sehen, also das, die man hier sieht, das wäre natürlich cool, wenn die mehr mittig ist. Also auf sowas müsstet ihr vielleicht dann achten, wenn ihr die Papiere dann ausstanzt. Ich denke, das sieht dann besser aus. Hier haben wir noch ein Motiv mit so zwei Kindern. Sieht auch nicht schlecht aus. So sieht es doch gar nicht mal so schlecht aus, wenn es hier einen Umschlag verschönert. Das Motiv finde ich auch richtig gut geworden mit den Blumen, obwohl das auf dem Designpapier drauf ist. Ist jetzt so ein bisschen kaputt leider, das habt ihr ja gesehen im Video, dass da nicht das Wachs gereicht hat. Oder das ist ja kein Wachs, die Heißklebepistole. Aber es sieht doch trotzdem schön aus, schaut's mal. Das ist auf jeden Fall die Idee, die ich euch noch unbedingt zeigen wollte. Ich werde auf jeden Fall das mit den Blumen ganz, ganz oft noch machen, da bin ich mir sicher. Weil ich eben ganz oft Blumen kriege. Und für das eine oder andere Mal werde ich auch sowas nochmal machen. Das finde ich richtig cool für so kleine Bildchen. Und vielleicht auch mit Designpapier. Die Variante hat mir nämlich auch gut gefallen. Genau. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würdet ihr das nachmachen? Ist das etwas, was ihr in euren Bastelalltag aufnehmen würdet? Oder ist das vielleicht jetzt eine gute Alternative, die ihr jetzt mit diesen Wachs-Ziegelsets machen könnt, wenn ihr vor allem auch so einen Vintage-Block zu Hause habt? Genau.
Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.